15. Mai 2023 findet unsere Auktion Fine Art statt, die 499. Auktion hier im Haus. Und in der Fine Art bieten wir auch Vorläufer des Expressionismus an. Und das Gemälde, was ich Ihnen heute vorstelle, stammt von niemandem geringeren als Paul Gauguin. Diese Arbeit ist kein Gemälde, sondern ist eine Monotypie. Es wird so hergestellt, dass der Künstler auf eine Glasplatte oder auf eine Kupferplatte malt und dann wird das Aufgemalte auf der Glasplatte wird einfach auf ein Blatt übertragen. Und dadurch gibt es das auch nur einmal. Es ist ein reines Unikat, was dann vom Künstler hinterher einmal gestempelt wurde, signiert wurde durch den Stempel und was allein durch diese Technik schon etwas ganz Außergewöhnliches ist, weil das gibt es noch relativ selten. Das Blatt selber, was wir hier anbieten können, war auch bisher oder in den letzten 100 Jahren praktisch niemals auf dem Markt gewesen. Ist also auch daher wieder etwas ganz Marktfrisches, Neues und gar nicht Selbstverständliches. Die Arbeit selber zeigt für Paul Gauguin die typische Szene aus Tahiti, aus der Südsee. Das war im Endeffekt sein Sehnsuchtsort. Er ist erstmal im Impressionismus verhaftet gewesen und hat sich vom Impressionismus hinüberentwickelt zum Symbolismus, den er sehr geprägt hat. Und die Arbeit, die wir jetzt hier anbieten können, ist eben eine solch typische symbolistische Arbeit. Symbolismus bedeutet in dem Fall, dass er die Wirklichkeit im Endeffekt als ein Märchen betrachtet und dass er das Leben hier, das Leben der Südsee, als seinen großen Traum betrachtet, die in die Wirklichkeit hinüberspielen soll. Das Werk selber, die Monotypie, die zeichnet sich ja durch die absolute Flächigkeit der Formen aus. Keine Perspektive drin, keine Modellierung der Figuren. Die Figuren selber, das sind ja hier im Endeffekt am Feuer sitzend die jungen Mädchen, das ist der Geist der Ahnen, der hinter durch den Wolken erscheint. Und das ist dieser Totempfahl, der dort auf der rechten Seite ist. Das alles eine typische Arbeit des Symbolismus, vorbereitend für den Expressionismus. Als solche würde ich Ihnen das Stück gerne im Original vorstellen. Unsere Vorbesichtigung vor dem 15. Mai. Ich freue mich, wenn ich Sie dort begrüßen kann.